Schön, dass ihr alle da seid. Zum zweiten Mal. Wir haben Stadtdemo in Münster. Wir setzen uns für eine bäuerliche, sozial-ökologische Landwirtschaft ein. Für Klima-, Tier- und Artenschutz. Wir sind laut! Wir sind hier! Gerechtigkeit für Mensch und Tier! Wir sind laut! Euch heute zusammen mit? Ich bin Mette und wir beide machen heute zusammen die Moderation. Hören wir jetzt noch den letzten Redebeitrag für heute und der ist von Katha. Katha ist Pharmafloristin aus Altenberge und Teil der Slow Flower Bewegung. In dieser Bewegung schließen sich Flower PharmerInnen, PharmafloristInnen und Floral DesignerInnen in einem Kollektiv zusammen und die alle eint, dass eben die Vision haben von einem saisonalen, nachhaltigen und fair produzierten Blumenmarkt, ganz ohne Gifte und eingeflogene Blumen. Und wir freuen uns, dass du heute hier bist, Katha. Hi. Ich bin es nicht gewohnt, vor vielen Menschen zu sprechen. Ich leg einfach mal los. Genau, ich bin Katha, ich baue Blumen an, mittlerweile schon in der vierten Saison, nachhaltig und saisonal. Und ihr fragt euch vielleicht, was haben Blumen jetzt hier mit diesem Thema zu tun? Tatsächlich eine ganze Menge, weil die gleichen Probleme, die es bei den Lebensmitteln gibt, gibt es genauso bei den Blumen. Der Großteil kommt einfach aus konventioneller Produktion. Es sind über 80% in Deutschland der Blumen, die hier verkauft werden, die nicht von hier kommen, die aus Übersee kommen, die aus beheizten Gewächshäusern kommen. Die bringen alle schon großes CO2-Päckchen mit, zum Teil durch den Flugverkehr, zum Teil aber auch einfach durch die beheizten Gewächshäuser. Und der Pestizideinsatz ist natürlich ein riesiges Problem, sowohl für die Menschen vor Ort als auch für die Umwelt, für alles, was dazugehört. Und nur um euch ein kleines Beispiel zu geben, Die Blumen, die beispielsweise aus Afrika kommen, bevor die verschickt werden, werden die nochmal in so ein Antipilzmittel getaucht, damit die während des Fluges nicht schimmeln. Und diese ganzen Blumen, die wir eigentlich so standardmäßig kaufen können, die dürfen wir nicht mal mehr auf den Kompost schmeißen. Die sind Restmüll, weil die so unfassbar belastet sind. Und das finde ich sehr, sehr fragwürdig. Genau, aber es gibt zum Glück eine Gegenbewegung und von der bin ich Teil. Das ist die Slow Flower Bewegung. Das sind Menschen, die nachhaltig Blumen anbauen. Es gibt mittlerweile über 300 Mitglieder in Deutschland, der Schweiz und auch Österreich. Und wir haben eine Website, es gibt eine Karte, also man kann auch einfach mal schauen, wen gibt es in meiner Nähe. Und ja, wir bauen alle halt saisonal und nachhaltig an, haben keine Monokulturen, also ganz viele haben ganz kleine Flächen, auf denen sie wirtschaften und haben da unfassbar viele Blumen. Also bei mir in Altenberge sind es, glaube ich, jetzt über 350 verschiedene Sorten, die ich anbaue übers Jahr hin. Und das Tolle an der Slow-Flower-Bewegung ist, es ist halt ein großartiges Netzwerk, auch wenn man noch keine Ahnung hat vom Blumenanbau, man bekommt immer eine Frage beantwortet. Und ja, wir alle versuchen halt einfach so unseren Teil dazu beizutragen, dass die Welt nicht komplett vor die Hunde geht. Vielleicht einmal noch die kleine Erklärung, warum Slow Flower. Slow für langsam liegt einfach daran, dass wir die Blumen halt nicht, wie gesagt, durch beheizte Gewächshäuser oder zum Beispiel durch synthetische Dünger dazu bringen, dann zu blühen, wann es uns passt, sondern wir lassen die Blumen blühen, wann es für sie der richtige Zeitpunkt ist. Deshalb gibt es Blumen halt auch nicht das ganze Jahr über, sondern einfach nur dann, wenn sie Saison haben. Bei mir ist es so, ich ernte zum Beispiel auch nur, was wirklich notwendig ist. Alles Weitere bleibt halt einfach auf meinen Feldern stehen und ist einfach offen für Insekten, für Tiere. Ich habe im Winter die eingegangenen einjährigen Blumen, ich lasse die einfach stehen, weil die halt wiederum Winterquartiere bieten für Insekten oder Nahrung für Vögel beispielsweise. Ja, ich persönlich möchte, dass meine Blumen halt nicht nur Menschen Freude machen können, sondern halt auch Teil eines funktionierenden Ökosystems sind. Und ja, die Slow Flower Bewegung zeigt, dass das alles möglich ist. Was aber halt wichtig ist, ist auch die Flexibilität der Kundschaft. Ich mache beispielsweise sehr viele Hochzeiten und ich werde immer ganz oft gefragt, wann hat denn was Saison? Was blüht denn nächstes Jahr, wenn ich heirate? Und ich sage,
Es ist kein Jahr wie das andere. Ihr habt es gerade bei der Solawi gehört, gleiches Thema. Es ist immer Überraschung und deshalb kommen beispielsweise bei mir die Brautpaare einfach eine Woche vorher in meinen Garten und suchen sich die Blumen selbst aus. Und das Schöne ist daran, sie bekommen halt einfach wieder diesen Zugang zum einen zu den Pflanzen, weil man sieht die Blume tatsächlich an der Pflanze und nicht nur abgeschnitten im Floristikgeschäft stehen. Und zum anderen kriegt man einfach wieder ein Gefühl für Saisonalität. Ja, das war es soweit von mir. Vielen Dank. Vielen Dank, das war super spannend.